das war das beste Testspiel jetzt von uns in der Phase, in der Vorbereitung. Wir haben viele Bälle erobert. Ich glaube, das einzige Manko ist, dass wir zu wenig Tore gemacht haben. Aber ich glaube, man hat heute gesehen, dass es schon besser ausgesehen hat, dass wir gut gearbeitet haben und, ja, und dann heute einmal im Spiel gezeigt haben, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, ist klar, dass wir im Laufe der Vorbereitung besser in die Abläufe reinkommen und auch ein bisschen spritziger werden jetzt schon. Deswegen war es jetzt auch in unserer zweiten Halbzeit des Spiels nochmal einen Tick besser als in der ersten. Aber ich glaube, da kann man schon eine Entwicklung sehen, auf jeden Fall. Ja, wie viel Prozent? Ja, es geht schon Entwicklung Richtung 100%, weil, wie gesagt, in kurzer Zeit müssen wir topfit sein. Jetzt natürlich noch nicht ganz, weil wir auch noch ein bisschen intensiver trainieren. Aber ja, auch die nächsten beiden Testspiele spielt jeder oder ja, spielen wir 90 Minuten zwei Spiele. Deswegen, da holt man sich auch nochmal die letzten Körner und dann sind wir auf jeden Fall bereit. Ja, Standard kann natürlich Spiele entscheiden. Man sieht gerade in der Bundesliga, wenn es 0-0 steht, machst ein Standardtor oder kriegst einen Elfmeter. Oder wie heute Kevin ein Freistoßtor machst, dann ist natürlich gut, dann gehst du 1-0 in Führung. Haben dann, glaube ich, heute auch zu schnell den Ausgleich bekommen. Und, ja, aber wie gesagt, Standards trainieren wir, sind wichtig und können dann zum Schluss Spiele entscheiden. Wenn man gut verteidigt und mal ein Standardtor macht, kann man auch dadurch gut Spiele gewinnen. Und auch Standards verteidigen ist sehr wichtig. Deswegen denke ich, es ist wirklich ein wichtiger Part auch für uns speziell. Und daran haben wir gearbeitet ein bisschen, hat man schon gesehen. Und das wird sehr entscheidend sein, auch für die Liga.